Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Heute möchte ich mit euch sprechen über Herzprobleme. Und viele meiner Patienten leiden unter verschiedensten Arten von Herzproblemen. Und da müssen wir zu Anfang gleich ganz deutlich differenzieren zwischen den manifesten Herzerkrankungen oder auch Herzerkrankungen, die nicht verhandelbar sind, wo sofort gehandelt werden muss bei bestimmten Symptomen, dazu gleich mehr, und einem latenten Herzproblemthema. So, diese beiden Unterschiede schon mal vorweggenommen. Das heißt, bei einer akuten Herzproblematik gilt es sofort zu handeln. Das sind akute Atemnot, Schmerzen hinter dem Brustbein, Angst, Schwitzen, Schmerzen im Kieferbereich, im Nackenbereich, Schmerzen, die in die Arme anhalten, ziehen und Übelkeit und Erbrechen. Wenn diese Symptome einzeln oder auch in mehreren Ausführungen vorliegen mit einem wirklichen starken Krankheitsgefühl, dann gilt es sofort zu handeln, den Notarzt anzurufen, und das muss akut ein Herzinfarkt ausgeschlossen werden. Das ist ein anderes Thema, das ist Notfall im Yin-Chin-Jutsu. Auch dafür werde ich irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, aber da ist sofort der Notarzt zu rufen bei diesen Symptomen. Jetzt möchte ich mit euch sprechen über die vielen Tausenden und hauptsächlich Frauen, die unter latenten Herzproblemen leiden und die sie sehr, sehr einschränken. Dazu müssen wir wissen, diese Frauen gehen zum Kardiologen, auch einige Männer habe ich schon begleitet, aber es ist hauptsächlich ein Frauenthema, was auch meistens zusammen mit den Wechseljahren auftritt. Also wir gehen zum Kardiologen, der Kardiologe untersucht das Herz, misst den Blutdruck. Der Blutdruck ist vielleicht leicht erhöht, angemessen einer angstauslösenden Arztsituation, und es wird nichts gefunden. Der Kardiologe ist zufrieden und schickt dich wieder nach Hause. Aber deine Beschwerden bleiben. Dann kann es sehr gut sein, dass stressbedingt und hormonell bedingt du in einer Situation bist, die sozusagen das Herz wie eine Projektionsfläche für deinen Stress genutzt wird. Man weiß, das Herz ist Stresssituationen sehr, sehr gering ausgesetzt. Das heißt, das Herz kann nicht viel Stress vertragen und sollte immer wieder in Ruhephasen kommen. Wenn du solch einen Satz kennst, den du dir gesagt hast, ich bin in totalem Stress, ich habe so dollen Stress, wenn also der seelische Stress zu groß ist, anhaltend zu groß, wird er Herzprobleme erzeugen. Die nervale Versorgung des Herzens ist sehr stark und deswegen wird dieser seelische Druck wie auf das Herz projiziert und belastet das Herz. Dazu musst du wissen, wie eine Stressresistenz ist. Einige von uns haben eine sehr große Widerstandskraft gegen Stress. Die haben sogar, wenn sie eine große Herausforderung haben, fühlen die sich angespornt und motiviert. Und dann gibt es einige von uns, bei denen ist das ganz anders. Die sind überdurchschnittlich stressempfindlich und da sind große Belastungen, machen sofort extremen Stress. Und diese zweite Gruppe von Menschen, die, wenn dann noch eine Situation im Außen hinzukommt, wie zum Beispiel eine Veränderung des gesamten Empfindens durch eine hormonelle Veränderung, wie in den Wechseljahren, gibt es übrigens genauso bei den Männern, bei denen ist das auch dann oftmals so, dass die Herzprobleme auftreten,
dann wissen wir, es ist eine stressbedingte Herzproblematik und auch eine Veränderung des Stoffwechsels, eine Veränderung der hormonellen Situation ist erstmal ein Stressauslöser für den Körper. So, wir wissen also jetzt, wir können uns zwar freuen, wir sind kardiologisch untersucht und wissen, unser Herz ist als Organ zum Glück noch nicht geschädigt, aber wir haben dauernd Probleme. Wir haben Herzstechen, wir haben Herzengegefühl, wir haben das Gefühl, wir müssten weiter sein im Brustkorb, das Herz bräuchte mehr Platz, wir haben vielleicht Rhythmusstörungen, wir haben das Gefühl oder auch nachweislich Blutdruckschwankungen und alles das verängstigt uns immer mehr, sodass wir aufpassen müssen, dass wir nicht durch eine Angstsymptomatik oder eine ständige Sorge, ich könnte am Herzen erkranken, das sozusagen befeuern. Deswegen, da kommt das Jin-Shin-Jitsu ins Spiel, das Organ dauerhaft zu unterstützen, indem es genug Energie bekommt, dass wir lernen, mit seelischem Stress umzugehen, dass wir lernen, präventiv uns um unser Herz zu kümmern. Und da ist der linke kleine Finger der Wahl. Mit der rechten Hand umfasst du deinen linken kleinen Finger und hältst ihn, wenn diese Probleme kommen, im akuten Zustand. Wie gesagt, wenn das abgeklärt ist und nicht in einer Situation, wo du vielleicht einen Infarkt hast oder jemanden triffst, der das hat, dann sind andere Maßnahmen vonnöten. Aber wenn das abgeklärt ist und du hast diese latente Herzschwäche, Herzsensibilität, dir geht auch alles sehr, sehr schnell ans Herz, dann ist es oftmals so, dass das Herz energetisch nicht optimal versorgt ist. Und da lade ich dich ein, mit der rechten Hand deinen linken kleinen Finger zu halten. Und dann beruhigt sich der Puls, der Blutdruck senkt sich ab, der Rhythmus wird ruhiger, du verlierst diese Sorge, weil du merkst, mit dem Halten des kleinen Fingers regulierst du dich selbst und du spürst, dass es fast immer ein Stress war, der dich dazu gebracht hat, in diese Situation zu kommen. Es gibt eine wissenschaftliche Abhandlung, eine neue, die ist Ende letzten Jahres veröffentlicht worden von amerikanischen Kardiologen, die herausgefunden haben, dass in einer Langzeitstudie, dass Menschen, die am Herzen erkranken, oftmals in frühester Kindheit, also sie sagen im Kind- und Jugendlichenalter, ein traumatisches Erlebnis durchleben mussten. Und das hat dazu geführt, dass sie eine sehr geringe Stresstoleranz haben, also dass das Adrenalin sehr hoch ist, dass sie dauernd im Stress sind, dauernd in diesem Kampf- und Fluchtmodus. Und diese geringe Fähigkeit, mit Stress umzugehen, führt dazu, wenn sie fortgeschritten sind im Alter, dass eben eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass man am Herzen Symptome entwickelt. Deswegen den linken kleinen Finger halten, wenn das schon so ist. Und wenn du jemanden kennst oder weißt, dass jemand etwas erlebt hat in der Zeit der ersten Tiefe, also in den ersten 15 Lebensjahren, dann greift Jin-Shin-Jitsu da ebenso wundervoll ein und du näherst die erste Tiefe nach mit den Energieschlössern 1, 2, 3 und 4. Und dann kannst du sicher sein, dass derjenige lernt, mit Stress anders umzugehen und nicht dauerhaft in diesem Flucht- und Kampfmodus zu sein, was sich jetzt herausgestellt hat, auch wissenschaftlich, was dann später das Herz eben als Organ belastet. Du hast also sehr viele Möglichkeiten, in einer Herzproblematik wirklich eigenverantwortlich dich zu strömen, dich zu unterstützen. Und ich kann es aus eigener Geschichte sagen, es ist wirklich möglich, da herauszutreten, weil zum Beispiel auch mit einer Angststörung oder einer Depression, auch die belasten unser Herz. Und auch Menschen mit einer Herzneurose zum Beispiel, da gibt es auch 300.000 Patienten in Deutschland jährlich, die an einer Herzneurose erkranken. Das heißt, da ist dieser große Bogen von wir finden nichts organisch,
Sie sind vollständig gesund, aber die Menschen sind in dauerhafter Angst und Panik und sind sogar felsenfest davon überzeugt, schwer herzkrank zu sein und entwickeln dann diese Symptome. Ein ganz, ganz schlimmer Zustand. Ich durfte da einige Patienten mit einer Herzneurose auch schon begleiten und das wird dann sehr intensiv und sehr engmaschig begleiten wir da mit Jinshin Jitsu, bis das überwunden ist und natürlich immer auch einen guten Psychotherapeuten, der sich genau mit dieser Thematik auskennt, ist immer zu empfehlen, der weiterhin unterstützt und begleitet. Also, weil das Herz, dieses unglaublich wichtige Organ, dieses lebensspendende Organ in uns ist, sind eben sehr viele Angstsymptome auch damit verhaftet und deswegen lohnt es sich, mit Jinshin Jitsu drauf zu gucken, wann ist das entstanden, was ist mir passiert, dass ich so stark mit dem Herzen reagiert habe, dieser Zeit Aufmerksamkeit zu schenken und im Hier und Jetzt die Verantwortung für meine Herzgesundheit zu übernehmen. Von Herz zu Herz, liebe Grüße. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinshin Jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.